Guten Morgen und willkommen zum Finale von den Playoffs von unserer SCB-Saison. Es ist tatsächlich heute endlich soweit, das große Finale startet. Wer hätte das gedacht, dass wir es bis ins Finale schaffen? Wenn du dazu gehörst, dann zeig mir doch das mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und schreib mir doch direkt rein, was du denkst, werden wir das Finale für uns entscheiden? Damit du das aber auch wirklich richtig kannst entscheiden, solltest du vorher noch wissen, wer unser Gegner ist, und das finden wir jetzt sogar zusammen raus. Die andere Halbfinalpartie, die ist schon noch am Laufen. Da steht es aktuell zwischen Lausanne und Ambri 2-2, aber jetzt wird simuliert. Wir werden eine Ausfindung machen, gegen wer wir werden spielen. Jetzt steht es 3-2 für Lausanne. Wird es Lausanne sein oder doch Ambri? Ja, vielleicht doch Ambri, denn jetzt steht es 3-3 in der Serie. Kommen. Und jetzt, Playoff-Runde ist abgeschlossen. Simulation anhalten und unser Gegner ist tatsächlich unser Angstgegner Lausanne. Das Team, gegen das wir, glaube ich, nie in der ganzen Saison gewonnen haben. Also, ich bin auch hochgehypt auf die Matches von dem Finale und jetzt will ich auch nicht mehr länger labern, sondern wir starten direkt rein. Los geht's! So, Fans sind ready und hoffen auch du bist ready für das große Finale, Spiel Nummer 1. Und wir haben im Goal den Chad Johnson. Und wer hat los im Goal? Das wird sich jetzt gerade zeigen. Es ist der Tobias Stefan. Also auch hier natürlich ein sehr starker Goalie im Kasten von unserem Gegner. Und wieso zeige ich das Ganze ein bisschen am Anfang? Einfach, damit es etwas anderes ist im Finale. Und das Finale allgemein wird jetzt... Ja, aber der Wang ist immer noch gleich nervös wie sonst und verliert natürlich wieder sein erster Bulli. Aber was wollte ich sagen? Und zwar, das Finale wird etwas anders sein als die anderen Paarungen. Ich werde pro Video jeweils nur ein Match zeigen. Das hat den Grund, weil... Warte, Achtung, kurz, schnell konzentrieren. Damit wir da... Nein, wir haben die Scheibe verloren. Und zwar ein Hauptgrund, warum ich jetzt nur ein Match jeweils zeige pro Folge, ist eben die Watchtime. Die Watchtime sehe ich ja bei jedem Match, dass sie im Schnitt so um die 40-50% ist. Das heisst, ja, die Videos sind einfach zu lang für euch. Und somit werde ich jetzt weniger zeigen. Ein Match, also nur noch 50%. Und dann hoffe ich mir... Oder ihr hoffen mir dadurch, dass die Watchtime im Gesamten höher geht. Und das ist ja dann positiv jeweils für ein Video. Höhere Watchtime, mehr Interaktionen durch Kommentare, durch Likes. Und durch das dann natürlich, dass die Leute mehr auf das Video da kommen. Wir machen hier also ein kleines Experiment im Finale. Ob das wird erfolgreich sein wird, der Angriff, das wird sich noch zeigen. Jetzt aber bejubeln wir den Treffer da zum 1-0. Yes! Ein wunderschöner Treffer vom Gaetan Haas und ein wunderschönes Drecks-Eigen-Goal zum 1-1. Nein, ey. Wie scheiße ist jetzt das für uns gelaufen, ey. Und das noch gegen Lausanne, wo so stark und effizient immer ist. Wir rauchen so schnell wie möglich die Scheibe und dann müssen wir uns wieder die Führung holen. Es hat noch eine Minute im ersten Drittel. Wir können nochmal angreifen. Passen. Nein, der andere hat den Stock dazwischen. Dann sind wir im zweiten Drittel. Los und ich kann nicht reden. Und Lausanne erzielt natürlich ein Goal zum 2-1, damit ich mein blödes Gelabre nicht rausschneiden kann. Scheisse, Mann. Okay, jawohl, die Scheibe ist erobert. Und jetzt kommt der Ausgleich. Nein, der Goalie pariert das. Das hätte müssen 2-2 sein. Jetzt können wir jedoch Powerplay spielen. Und das Powerplay müssen wir einfach ausnutzen. Da mit dem Pass und mit dem Schuss in der Fanghändsche. Nein, Mann! Lausanne macht jetzt gerade richtig Druck. Sehr wichtiger Safe auf dem Goalie. Und jetzt hoffentlich einen wichtigen, sauberen Angriff von uns. Da abdrehen, jawohl. Jetzt ein Pass und... Nein, zu viele Gegner in der Mitte. So, letztes Drittel. Lausanne greift logischerweise wieder einmal mehr an. Und... Oh, wir können das Goal verhindern. Aber Goal verhindern ist nur eine Sache. Wir müssen ein Goal... Schiessa, Jungs, schiessa! Nicht auf den Goalie! Jawohl, Führi. Nein, wir bleiben an der Scheibe. Wir drehen jetzt nämlich ab. Und jetzt noch mal rechts rein. Jawohl! Es hat geklappt. Da ist der Ausgleich zum 2-2. Wie wichtig! Inti Pestoni hat uns zurückgeholt in den Match. Und jetzt holen wir uns noch die Führung. Komm schon, jawohl! Da
ist gerade Führung im Anschluss. Oh mein Gott, wie geil, ey. Ausgleich und direkt im nächsten Angriff bringt uns die Führung. Inter Pistone mit seinem Doppelschlag hat uns die Führung gebracht. Jetzt brauchen wir aber noch ein weiteres Goal. Denn eine Goalführung ist nichts. Besonders jetzt gerade los am Angreifen. Achtung! Nein! Nein! Die Scheibe prallt beschissen ab. Und da kommt direkt der Ausgleich zum 3:3. So bitter, Mann! Hey, was für ein erster Match im Finale. Und los an da mit einem gefährlichen Angriff. Und jetzt sehen wir sogar noch einen Boxkampf. Komm schon. Den müssen wir für uns entscheiden. Komm schon, tätsch mir den. Ja, komm, der hat keine Chance. Da ist der K.O.-Schlag. Jawohl, da ist der K.O.-Schlag. Zumindest im Boxkampf haben wir da können gewinnen. Also, dass wir den Boxkampf gewonnen haben, ist sehr gut. Das heisst, Ehre haben wir schon mal. Aber für den Raum brauchten wir den Sieg. Und das sieht jetzt sehr schlecht aus. Denn Lausanne erzielt hier den Führungstreffer zum 4:3. Nein, bitte nicht verlieren. So, wir brauchten einen Schieber, dann könnte ich nämlich den Goalie rausnehmen. Aber hey, das gibt's doch nicht. Ey. Was ist mit dem Johnson los? Wieso lässt er die Scheiben einfach so blöd liegen, damit abgestaubt werden kann? Lausanne führt jetzt mit 5:3. Hey, es ist noch nicht vorbei. Jawohl! 3:5. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, um den Match auszugleichen. Und sollten wir das schaffen, meine Güte, wäre das krank. Ey. Aber zuerst mal der Inter Pistone da mit seinem Hattrick. Kommen Jungs. Passen. Und Goal! Wie geil, dass wir da einfach so durchgekommen sind. Tatsächlich der Ausgleich zum 5:5. Ey. Und ich musste nicht einmal den Goalie rausnehmen. Und wieder der Pistone, der Inter Pistone. Also Pistone, Pistone natürlich. Erzielt seinen vierten Treffer. Ey. So, es geht in die Overtime. Los am ersten Angriff und... Nein, die Scheibe geht so beschissen rein. Das gibt's doch nicht. Erster Angriff von Lausanne. Absolut beschissen ist die Scheibe wieder rein. Und somit verlieren wir den ersten Match, nachdem wir so krass zurückgekommen sind mit 6:5. Nein, Mann. Hey, nein. Das ist einfach traurig, besonders das Goal. Wie beschissen, dass das gefallen ist. Hey. Ich musste eine kurze Pause machen nach dem Match. Es ist unglaublich, was jetzt hier abgegangen ist. Die Emotionen und alles. Einfach nur richtig geil. Und in einem gewissen bin ich froh, dass wir nur diesen Match heute haben. Denn der ist einfach zu viel. Ein zweiter Match würde aus meiner Sicht die ganze Energie, die ganze Spannung, die in dem ersten Match drin war, einfach immer ein bisschen kaputt machen. Und ich hoffe, dass der zweite Match genauso geil wird sein. Und ich bin mir sicher, das wird er auch, damit du den ja nicht verpassen wirst. Wenn du noch nicht hast, würde ich mich natürlich sehr gerne über ein Abo freuen. Einfach auf Abonnieren klicken und am besten auch gerade noch das Glöckchen aktivieren, damit du dann auch sofort benachrichtigt wirst, wenn dann das neueste Video von mir online geht. Für heute auf jeden Fall war es das. Ich danke dir fürs Zuschauen. Hoffe wirklich, es hat dir gefallen. Und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!